Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute begrüße ich wieder unseren Oberbürgermeister Dieter Reiter. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wir wollten uns heute mal ein wenig über Verkehrsplanung unterhalten. Zum Beispiel über die Straßenbahn, die durch den Englischen Garten gehen soll. Die Westtangente ist ein spannendes Thema. Dann auch noch mal ein bisschen so über die SPD allgemein, bundesweit, bayernweit. Und das, inwieweit das vielleicht auch die SPD hier bei uns in München tangiert. Und dann natürlich dieses spannende Thema Pilotprojekt am Dantebad. Das gehört ja zu dem Wohn für alle Projekt, was Sie jetzt durchsetzen wollen. Fangen wir mit der Straßenbahn durch den Englischen Garten, der Nordtangente, an. Da wissen wir ja alle, da ist der bayerische Staat mit im Spiel. Da muss der Finanzminister muss das genehmigen. Da war das Problem, dass man eben gesagt hat, wenn eine Straßenbahn dort durchgeht, würde es den Englischen Garten zerstören, ist jetzt vielleicht ein zu heftiger Ausdruck, aber es ging schon in diese Richtung. Herr Oberbürgermeister, was hat Sie jetzt veranlasst, da das Projekt ja schon ein paar Mal gescheitert ist, jetzt einen neuen Anlauf zu unternehmen? Ja, ganz einfach. Ich habe mir die Begründungen durchgelesen, die im Jahr 2001 dazu geführt haben, dass der Freistaat Bayern gesagt hat, als Eigentümer des Englischen Gartens, nein, wir wollen nicht, dass da eine Trambahn durchfährt. Und die war damals, glaube ich, durchaus zutreffend. Insbesondere davon geprägt, dass es hieß, da braucht es Oberleitungen und Oberleitungsmasten. Und sowas ist hässlich und zerschneidet den Englischen Garten und verschandelt den Englischen Garten. Da konnte man, naja, das kann man geschmacklich so oder so sehen, auf jeden Fall war es ein Fakt, den man verstehen kann. Jetzt aber ist die Technik so, dass diese Trambahn eben keine Oberleitung mehr braucht, weil sie mit Batterie fahren würde. Das heißt, dieses Argument, das damals wirklich das Haupt-, eigentlich einzig vorgetragene Argument war, das gibt es nicht mehr. Und das hat mich zu dem Schluss geführt, Mensch, und ich war öfter mal im Englischen Garten und schaue mir an, da fährt jetzt, da ist eine Straße, also betoniert, geteert, da fahren Busse. Also da fände ich ein im Gras verlegtes Trambahngleis, auf der lautlos quasi eine Trambahn mit Batterie fährt, ohne Oberleitung, als durchaus bestimmt nicht weniger optisch oder auch insgesamt störender als die jetzigen Busbetriebe. Und deswegen verstehe ich nicht so ganz, wieso es bei einer Ablehnung des Freistaats von Herrn Dr. Söder bleiben sollte. Ich habe ihn jetzt eingeladen in den Englischen Garten, das habe ich heute unterschrieben und gesagt, lass uns das doch mal vor Ort diskutieren. Gerne auch mit Menschen, die davon glauben, was zu verstehen. Und erklären Sie mir bitte, Herr Dr. Söder, wieso jetzt ein Rasengleis, durch das eine lautlose Trambahn gleitet, mehr stören sollte als die jetzige, doch relativ breite, geteerte Fläche. Das will ich so auf Anhieb einfach nicht verstehen und das muss er mir, glaube ich, erklären. Sein Vorgänger, Fahren schon, der hatte ja, und da gab es ja diese Idee mit der Batterie schon, geschrieben, es ist zu befürchten, dass es auch ohne Fahrleitungsmasten, also das ist das, wo die Oberleitung dran befestigt wird, bei einer Realisierung einer Batterietram dauerhaft zu einer gravierenden Beeinträchtigung des Englischen Garten mit Hinblick auf das authentische Erscheinungsbild und die originäre Substanz des Gartendenkmals kommt. Das wird er Ihnen vielleicht auch wieder vorhalten. Ja, das ist jetzt ja typisch. Ich mag den Herrn Fahren schon durchaus. Aber das ist jetzt klassischer Politikersprech. 5 Zeilen ohne Inhalt. Also niemand kann aus diesem Vortrag ermessen, was es denn jetzt sein soll, was da stört. Ich sage nur nochmal, und das mögen die Münchner und Münchner dann durchaus mit sich selber besprechen und ausmachen. Jetzt ist eine breite Straße durch, geteert, da fahren Busse drauf. Wenn wir uns vorstellen, und es gab ja diese sozusagen Animationen, da ist jetzt Rasen und darauf ist ein Gleis und darauf fährt lautlos eine Trambahn, dann glaube ich einfach, dass das eher ein Gewinn für den Englischen Garten ist, auch für die Optik übrigens, als ein Verlust. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf einen Ortstermin im Sommer im schönen Englischen Garten. Wir haben hier noch einmal, sehen wir, dass es also von der Tivoli-Straße bis zur Franz-Josef-Straße gehen soll, also voll durch den Englischen Garten durch. Ja, wie der Bus jetzt auch. Wie der Bus jetzt auch, und darauf wollte ich Sie ansprechen. Warum sagt man nicht einfach, lass doch den Bus weiterfahren, der fährt ja da sowieso, und warum die Schienen da verlegen? Naja, weil es eine ideale Verbindung ist. Also wir, und damit meine ich die Rathaus-SPD und auch mich persönlich, sind der Meinung, dass die Tram ein ideales öffentliches Verkehrsmittel ist. Es ist in dem Fall dann leiser als der Bus, es ist auch umweltfreundlicher als der Bus und es würde die direkte Verbindung ermöglichen,
Und zwar bruchfrei von einem, ich muss nicht umsteigen in ein anderes Verkehrsmittel. Ich könnte mit einer Trambahn praktisch von der Franz-Josef-Straße bis zur Oettingen-Straße fahren. Und das halte ich für ein wirklich gutes Argument. Und wie gesagt, ich finde, diese Grafik ist sehr gut. Man könnte sich das auch noch mit Rasengleisen vorstellen. Es gibt aus meiner Sicht kein objektives Argument, das den Eigentümer des Englischen Gartens letztlich, dass der begründet vortragen könnte, zu sagen, das ist jetzt viel störender als die jetzige Straße und die Busse drauf. Also deswegen will ich noch nicht endgültig glauben, dass es tatsächlich dabei bleiben muss. Letztlich ist aber auch klar, entscheidend tut es der Eigentümer, das respektiere ich auch hundertprozentig. Ich möchte nur noch einen Versuch starten, mit dem Herrn Söder einfach ein ganz normales Gespräch zu führen. Ganz im Gegenteil zu dem, was Sie bei der Westtangente möchten, denn da haben Sie ja sich quasi eine Deadline gesetzt. Das soll bis zum Sommer entschieden sein, hört man. Sie können das ja gleich nochmal korrigieren. Das geht also von der Sendlinger Straße bis zum Westpark. Ja. Wollen Sie das jetzt in den Stadtrat einbringen und dann bis zum Sommer beschließen, dass die Westtangente gebaut wird? Also mein fester Wunsch ist natürlich, dieses Projekt so bald wie möglich zu starten. Respektiere aber auch, dass ich einen Kooperationspartner habe, der dieses Projekt kritisch sieht. Das ist halt so. Die hohe Kunst der Politik ist, wenn man zusammenarbeitet, gegenseitig Kompromisse zu finden und dann letztlich ein Ergebnis zu präsentieren, was die Bevölkerung mehrheitlich jedenfalls mag. Wir sind der Meinung, dass gerade Tangentialverbindungen mit Trambahnen abgebildet eigentlich ein ideales Fortbewegungsmittel ist. Und wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile einen Stand erreicht in der Planung, dass auch das Thema keine unnötige Behinderung des Autoverkehrs gut abgebildet ist. Wir haben zuletzt jetzt, und das ist der letzte Stand der Dinge, nochmal einen umfangreichen Fragenkatalog der CSU-Fraktion beantwortet. Und es gibt jetzt einen nächsten Termin. Und ich werde es mit aller Gelassenheit jetzt versuchen zu besprechen, ob es jetzt noch weitere Möglichkeiten gibt, Ihnen letztlich auch dieses Projekt zu erklären, so dass Sie zustimmen können. Ich würde es gerne vor der Sommerpause abstimmen, aber ich bin auch zufrieden, wenn wir es nach der Sommerpause abstimmen. Für mich ist nur wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger endlich eine Antwort bekommen. Ich glaube, das sind wir denen schuldig. Und das ist auch das, was Sie von einer Stadtregierung erwarten, wenn zwei große Fraktionen zusammenarbeiten. Die können ja nicht immer einer Meinung sein. Das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn wir in jeder Beziehung einer Meinung wären. Und deswegen muss es einfach Kompromisse geben. Und in dem Fall gilt es halt in aller Ruhe, jetzt einen Kompromiss zu schmieden, den die CSU, aber den auch wir mittragen können. Und ich hoffe, es wird vor der Sommerpause sein. Aber nochmal, das ist jetzt nicht das Entscheidende für mich wirklich. Es darf jetzt nicht 2017 sein, weil irgendwann muss man auch mal Ergebnisse bringen. Und ich denke, die Fakten sind zusammengetragen und die Planungen sind so aktualisiert, dass wir beiden Wünschen, berechtigten Wünschen, nämlich den der Autofahrer, aber auch dem des öffentlichen Nahverkehrs Rechnung tragen können. Und daran werden wir jetzt die nächsten Wochen arbeiten. Also man hat da schon gemerkt, dass Sie da ungeduldig werden, dass Sie das voranbringen wollen. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie sich dann im Notfall andere Mehrheiten suchen. Dazu habe ich es ja auch nicht gesagt. Wir arbeiten im Rathaus die beiden großen Fraktionen zusammen. Immer mal wieder gibt es die ein oder andere wechselnde Mehrheit. In diesem Projekt, das für beide einen gewissen Symbolcharakter hat, halte ich es für dringend erforderlich, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Weil wir wollen ja auch die nächsten 4 Jahre noch gemeinsame Probleme lösen. Und wir können, deswegen sage ich es gerne nochmal, nicht immer einer Meinung sein bei bestimmten Aufgaben. Deswegen muss man sich da zusammenraufen. Und ich sage nochmal, das ist auch die hohe Kunst der Politik, unterschiedliche Meinungen dann so in eine Gesamtlösung einzubinden, dass beide damit leben können. Und wir sind da, glaube ich, jetzt in einer guten Phase. Und ich werde mich da jetzt auch nicht mehr hetzen lassen, sondern ich werde einfach versuchen, dieses Projekt voranzubringen, damit die Münchnerinnen und Münchner endlich diese Entscheidung sehen. Und ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich halte es nach wie vor für ein absolut wichtiges Projekt, weil es die längste Tangentiale ist, die wir in München haben. Und ich glaub, die Münchnerinnen und Münchner haben durchaus berechtigt einen Anspruch darauf, dass diese Trambahnstrecke realisiert wird. Glauben Sie denn, dass diese Trambahn realisiert werden kann? Weil ja auf der einen Seite, wenn man sich bei der CSU umhört, dann hört man, also wir haben es diesen Bürgerinitiativen, die es da gibt, die sich gegen diese Westtangente ausgesprochen haben, etwas versprochen. Und zwar versprochen, dass die nicht kommt. Und bei Ihnen ist es genau umgekehrt gewesen. Jetzt muss ja einer dieser Parteien denjenigen, dem man was versprochen hat, sagen, sorry, wir können es nicht einhalten.
Genau das ist meines Erachtens nicht der Fall. Sondern wir müssen, jeder von beiden Partnern muss im Grunde seinen Klientel erklären, warum er jetzt der und der Meinung ist. Ich habe gerade versucht zu erläutern, wir sind ja weit weg von dem ursprünglichen Planungsstand. Wir sind ja wirklich in einen Kompromissprozess gegangen, den die MVV, den die MVG wirklich aktiv begleitet hat, auch das Planungsreferat und das Kreisverwaltungsreferat, um eben die Eingriffe in den Straßenverkehr, also sprich für die Autofahrer, viel geringer zu halten, als es ursprünglich der Fall war. Da reden wir von eigenen Abbiegespuren und solchen Geschichten. Sind alle jetzt in der Planung verändert. Und ich glaube, dass man dann auch denjenigen, die man gesagt hat, wir verhindern diese Tangente, sagen kann, wir wollen sie jetzt aber nicht mehr verhindern, weil das, was unser Petitum war, ja nicht die Verhinderung der Tram ist, sondern eine gewisse Bevorrechtigung oder zumindest Gleichberechtigung des Autoverkehrs. Und die haben wir jetzt einigermaßen in den Griff bekommen. Und ich glaube, dann kann schon jeder damit umgehen. Sie haben ja auch so ein bisschen gesagt, dass Sie den Wünschen der CSU entgegengekommen sind bei der Verlängerung der U5 und auch bei dem Autotunnel in Landshuter Allee. Das soll ja jetzt beides umgesetzt werden. Gibt es da so eine Erwartungshaltung, dass Sie das jetzt sozusagen der CSU ermöglicht haben, Ihren Wunsch da durchzusetzen, dass Sie jetzt sagen, jetzt macht auch mal bei der Westtangente mit? Oder wie funktioniert das in der Politik? Naja, in der Politik funktioniert es so, dass wenn Fraktionen zusammenarbeiten, dass es unterschiedliche Parteien sind, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Auch zum Beispiel im Bereich der Verkehrspolitik. Und wenn wir jetzt, was Sie angedeutet haben, sagen, naja, wir hätten jetzt auch den Tunnel nicht auch noch extra beschleunigt oder die U5 vielleicht nicht so priorisiert, wie sie jetzt priorisiert ist, wir sind euch da entgegengekommen, dann ist natürlich auch in einer Zusammenarbeit nicht untypisch, wenn der andere Partner dem einen Partner entgegenkommt. Was ich damit sagen will, ist aber auch, ich würde natürlich keinem Projekt zustimmen, das ich für völlig unsinnig halte. Also man kann natürlich sehr wohl diesen Tunnel auch begründen und die U5 nach Pasing ist auch kein Unsinn. Sondern ich hätte vielleicht die Priorisierung etwas anders gesehen. Wir hätten zum Beispiel darüber reden können, ob man nicht zuerst eine Innenstadtlinie planen muss. Aber wie gesagt, auch ich habe übrigens im Wahlkampf die U5 versprochen und deswegen hält man sich auch dran. Aber das Wesen der Zusammenarbeit ist an diesem Beispiel, glaube ich, gut zu erkennen. Man kann nicht immer 100% seiner Meinung durchsetzen, muss sich gegenseitig entgegenkommen, dann kann man auch jahrelang erfolgreich zusammenarbeiten. Also man darf gespannt bleiben, wie sich da die Koalitionäre annähern. Was ich ganz spannend finde, ist Ihr Projekt jetzt in der Sendlinger Straße. Das haben Sie ja schon zur Hälfte jetzt zur Fußgängerzone erklärt. Und bei der anderen Hälfte, also vom Sendlinger Tor bis zur Mitte, da gab es jetzt Widerstand da aus der Bevölkerung. Die haben gesagt, das wollen wir nicht. Und da hat der Stadtrat jetzt einfach beschlossen, wir machen das mal als Probe. Das finde ich eigentlich gut, weil man kann ja die Dinge hin und her diskutieren und manchmal kommt man dann nach 3-4 Jahren immer noch nicht weiter. Und dass man einfach mal diese Sachen ausprobiert. Ist das jetzt vielleicht mal auch ein neuer Weg, den Sie auch vorschlagen? Weil in der ganzen Städteplanung wäre das ja hilfreich. Also Sie haben es ja vorher schon mal angedeutet, ich muss es zugeben. Ich bin ab und zu ein bisschen ungeduldig. Und manche Dinge kann man wirklich auch zerreden. Und wenn wir, wie in dem Fall Sendlinger Straße, ohne großen Investitionsaufwand mal einfach was ausprobieren können. Und ich stehe dazu zu sagen, wenn es nicht funktioniert oder wir eines Besseren belehrt werden, dann werden wir diesen Versuch auch wieder abbrechen. Dann finde ich es genau die richtige Art und Weise, Politik zu machen. Was anderes ist es zum Beispiel beim Thema Tram-West-Tangente. Da kann man nicht einfach mal ausprobieren, funktioniert es, weil da stecken Millionen Investitionen dahinter. Aber gerade dort, wo es geht, zu sagen, da stellen wir ein paar Schilder auf und versuchen das einfach mal, da halte ich es wirklich für einen richtigen Politikstil zu sagen, wir reden jetzt nicht noch 5 Jahre drüber, sondern wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und wenn man, sagen wir mal, so in die Sendlinger Straße reinguckt, dann sieht man schon, dass das durch die Autos da sehr eng wird. Und man kann sich eigentlich vorstellen, dass das durch eine Fußgängerzone dann sehr viel schöner wird. Der Nachteil bei so Fußgängerzonen ist dann, dass dann auch immer die Immobilienpreise steigen. Ja, das ist sicher richtig. Da muss man auch ein Auge drauf haben, soweit wir das können, soweit halt wir da Zugriff haben. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich auch immer ein Gedanken, seit es Fußgängerzonen gibt. Wenn ich an die erfolgreichste Fußgängerzone denke, die wir haben, Europas, dann ist es natürlich auch einerseits bedauerlich, dass dort nur noch Filialisten sind und nicht mehr die kleinen Einzelhändler. Andererseits ist es eine Abstimmung mit den Füßen. Und wer sich an einem Sommerwochenende mal an einem Samstag in die Stadt begibt, weiß, wie sehr die Münchnerinnen und Münchner diese Fußgängerzone mögen. Und das mit den Preisen, ja, das ist ein gesamtmünchnerisches Thema. Jetzt ist es da so, dass, wenn man, das sieht man ja auch,
dass die Zahl der privaten Mieterinnen und Mieter sich in überschaubaren Rahmen hält. Hier ist schon sehr viel gewerblich. Ja. Und ob da die Preise tatsächlich noch ins Uferlose weitersteigen können, könnte man zumindest bezweifeln. Aber ich glaube, davon darf man sich nicht abschrecken lassen, denn sonst kann man Stadtentwicklung insgesamt natürlich sehr schwierig betreiben. Weil Sie es angesprochen haben, dass die Münchner im Sommer eben gerne draußen sind und da, wo es meiner Meinung nach, und ich glaube, Sie denken da in die gleiche Richtung, noch sehr viel schöner werden könnte, das wäre am Max-Joseph-Platz gegenüber vom Nationaltheater, von der Oper. Da ist ja dieser Steinfußboden, den man jetzt hier auf diesem Bild nur so ein bisschen erahnt, aber gerade abends, also wenn die Damen auf hohen Absätzen in die Oper gehen wollen, dann gehen die auf jeden Fall nicht über diesen Platz. Aber da kann man sich doch auch noch ganz andere Dinge vorstellen. Wie sähe denn da Ihre Vision aus, Herr Reiter? Also da habe ich, glaube ich, auch schon mal laut gesagt, da könnte ich mir so richtig schöne italienische Piazza vorstellen. So wie wir sie in Italien des Öfteren leben. Das muss ein Platz werden, der Aufenthaltsqualität hat. Das hat er ja beileibe nicht. Übrigens müsste man auch über Gitter drüber steigen, beziehungsweise über Ketten, wenn man da drüber gehen wollte. Derzeit ist es eine groß angelegte Tiefgarageneinfahrt, um es mal ganz deutlich auf den Punkt zu bringen. Und das ist sehr, sehr schade an einem der schönsten Plätze, die es in München gibt, meines Erachtens mitten in der Innenstadt. Und deswegen glaube ich, dass wir da alle Energie reinsetzen müssen, dass aus diesem Platz tatsächlich ein wunderschöner Platz wird, mit bisschen Grün außenrum, mit Aufenthaltsqualität, das heißt mit Bänken, mit von mir aus Gastronomie, irgendwas, wo sich die Menschen einfach gern aufhalten. Derzeit sind die einzigen Menschen, die Sie da sehen, immer, die sind nicht mehr auf dem Bild, auf der linken Seite, die nämlich da an der Wand sich in der Sonne wohlfühlen bei der Tiefgarageneinfahrt. Aber da muss sich ja bessere Lösung finden lassen, dass wir so eine Fläche als quasi Autobahn ausgelegte Tiefgarageneinfahrt machen, das will ich nicht akzeptieren. Aber das ist das Problem, nicht? Also dass es da diese Zufahrt zur Tiefgarage geht. Ja. Also ich glaube, es gab mal den Vorschlag, die Maximilianstraße zu untertunneln und da die Einfahrt zur Tiefgarage einzubauen. Das wäre vielleicht eine Variante. Also dazu gibt es ja schon einen Beschlussauftrag von mir. Es gibt auch schon Beschlussentwürfe. Ich habe das Baureferat gebeten, zusammen mit dem Planungsreferat, einfach andere Zufahrtssituationen zu dieser Tiefgarage zu simulieren, weil das natürlich die Grundvoraussetzung ist, dass wir mit diesem Platz was anderes machen können. Da oben darf keine Autofahrt sein, sondern da muss die Busse müssen weiter vorn halten. Also da gibt es einfach Notwendigkeiten, die Zufahrtssituation zu verändern. Ich bin guter Dinge, dass es uns gelingt, eine vernünftige Lösung zu finden, die den Parkgaragenbetreiber, den man ja auch nicht ganz vergessen darf, und das ist ja auch eine hochfrequent benutzte Parkgarage, aber so weit zufriedenstellt, dass er weiterhin seinen Parkplatz anbieten kann, uns aber in die Lage versetzt, diesen Platz völlig neu zu gestalten. Und ich möchte es gerne erleben, sage ich ganz ehrlich. Ja. Deswegen gibt es auch jetzt schon einen Beschlussentwurf. Ich möchte es gerne erleben, dass wir diesen Platz einfach noch anders sehen. Nicht als gepflasterte Fläche, die eine Tiefgaragenzufahrt darstellt, sondern als wirklich einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität, den die Münchner und Münchner, da bin ich ganz sicher, dann auch gerne benutzen werden. Es ist ja immer so, dass bevor etwas wirklich dann passiert, viele Leute sich das gar nicht vorstellen können. Ich will jetzt langsam überleiten zum Marienplatz, wo ja auch keine Autos mehr im Moment fahren, Fahrräder fahren nicht mehr, Busse fahren nicht mehr. Also das ist ja jetzt wirklich nur für Fußgänger eigentlich. Was haben Sie denn da für Resonanz in den letzten Wochen gekriegt? Also man sieht immer einen Polizisten dort stehen, der dann die Fahrradfahrer anhält und sagt, hier darfst du nicht mehr fahren. Auf jeden Fall untertags nicht mehr, abends darf man ja fahren. Was sind die Reaktionen? Naja, das ist fast wie immer, wenn du sowas Neues versuchst. Es melden sich insbesondere die zu Wort, die das kritisch sehen. Das sind zum Teil die Fahrradfahrer, sind zum Teil Menschen, die sagen, wieso muss man da schon wieder was Neues machen? Ich bin sicher, wenn wir, und da bin ich wirklich überzeugt, wenn diese Arrondierung der Fußgängerzone mal fertig ist und wenn sie auch benutzbar ist, dann wird sich die Zahl genau umdrehen, dann werden die Zahl derjenigen, die sagen, das ist eigentlich eine gute Idee gewesen, deutlich steigen. Wir werden dann da auch das tun, was ich auch schon an der restlichen Fußgängerzone versucht habe, nämlich mehr Stühle aufzustellen, mehr Pflanztrüge, das Ganze etwas ansprechender zu gestalten, Sitzmöglichkeiten zu schaffen. Und dann bin ich ganz sicher, werden die Münchnerinnen und Münchner sehr schnell diesen Platz als wirkliche Erweiterung der Fußgängerzone annehmen.
eine Politik zu machen, wo man von Anfang an glaubt, dass einem alle Beifall zollen, das ist ziemlich schwierig. Wenn man jetzt sich das im Tal anguckt, dann wurde da ja auch in den letzten Jahren viel gearbeitet. Und jetzt wird schon wieder darüber diskutiert, ob man nicht doch eine Fußgängerzone wenigstens aus dem halben Tal oder so machen sollte. Da fragt sich der eine oder andere, wäre es nicht besser, ein Gesamtkonzept sich mal für alles zu überlegen, um dann gleich richtig zu arbeiten? Da haben Sie komplett recht. Also wer sich das fragt, fragt sich das Gleiche, als ich mich auch frage. Ich habe jetzt allerdings mit der Entwicklung im Tal erst seit 2 Jahren wirklich fundamental was zu tun. Und ich habe irgendwann in einem Interview mal gesagt, also wenn es noch eine Erweiterungsmöglichkeit gibt für Fußgängerzonen in München im Innenstadtbereich, dann kann ich mir diesen Bereich noch vorstellen. Jetzt ist der aber erst vor kurzem hergerichtet worden, wie wir wissen. Die Fußgänger haben mehr Platz. Da muss man schon, bevor man noch ein Stück angeht, sich dann tatsächlich Gedanken machen, gibt es denn nicht noch weitere Arrondierungsmöglichkeiten, dann braucht es tatsächlich ein Gesamtkonzept. Ob wir dann nicht, dann möchte ich nicht mit weiteren kleinen Stückchen noch anfangen. Aber das ist jetzt nicht oberste Priorität. Jetzt geht es erstmal darum, das Thema am Marienplatz in den Griff zu bekommen. Die Leute wieder zu sagen, warte jetzt mal ab, das wird auch schön. Und den Josefplatz, also Max-Josef-Platz, den halte ich auch für ein Projekt, das ich mit allem Nachdruck vorantreiben werde, weil es einfach ein wunderschönes Stückchen München ist, direkt vor der Oper, wo man sich einfach aufhalten muss, meines Erachtens, und nicht Tiefgaragenabfahrt haben muss. Ja, vielleicht noch abschließend das Hackenviertel. Da scheint es ja wirklich so zu sein, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass man da kleine Straßen abschließt und sagt, das ist jetzt nur noch für den Fußverkehr, sondern dass man hier, man sieht es ganz gut, dass man hier braucht man, weil es so verwinkelt einfach ist, dort absolut ein Gesamtkonzept. Arbeiten Sie an dem auch? Ja, selbstverständlich wird daran gearbeitet, weil es ja auch darum geht, hat ja auch was mit der Sehlinger Straße, mit diesem Versuch zu tun. Wir müssen ja auch das Hackenviertel erreichbar halten. Das heißt, wir haben natürlich darüber nachgedacht, welche Straßen offen bleiben müssen, damit die Leute auch zu ihren Wohnungen kommen und auch zum Einzelhandel kommen. Das ist alles mitgedacht. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich, bis es das Gesamtkonzept geben wird. Aber da macht es auch keinen Sinn, einen Schnellschuss für einzelne kleine Sträßchen zu machen, sondern da muss man mal einen Gesamtkomplex überplanen. Der wird dann sicherlich auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und auch das halte ich für die richtige Vorgehensweise. Ich habe übrigens auch kein Problem damit, dass sich die Anwohner in der Sendinger Straße zu Wort melden. Im Gegenteil, das ist ja auch gut so. Und sie können ja auch nach einem Jahr dann eine Evaluierung dieses Versuchs, die wir sicherlich auch öffentlich machen werden, dann ihre Meinung abgeben. Und dann sehen wir mal, wie die Mehrheit letztlich damit umgeht. Das ist ein Wesen der Bürgerbeteiligung, das ich aktiv absolut begrüße. Man muss nur trotzdem Entscheidungen treffen und sagen, jetzt versuchen wir es halt mal. Also so Verkehrsplanung, der Amerikaner würde sagen, ist ein permanentes Work in Progress. Ja. Und wenn wir zurückkommen, liebe Zuschauer, dann möchte ich mich gerne mit dem Oberbürgermeister über die SPD unterhalten, die auf Bundesebene und auf Landesebene ziemliche Einbrüche gerade erlebt. Herr Oberbürgermeister, wenn Sie sich Ihre eigene Partei mal anschauen, auf Bundesebene, da gab es bei den letzten Bundestagswahlen noch 25%. Jetzt sind Sie auf 20% im Bund abgestürzt bei den jüngsten Umfragen. Was läuft da falsch bei der SPD? Naja, erstmal glaube ich, kann man als langjähriger Sozialdemokrat weder mit 20 noch mit 25% wirklich zufrieden sein als große Volkspartei. Und deswegen ist auch jetzt, ob es jetzt 19 sind in der letzten Prognose oder 21, spielt glaube ich keine große Rolle. Es ist nicht die Rolle, die eine SPD nach meinem Verständnis in der Bundespolitik spielen sollte. Was läuft falsch? Naja, ich glaube, die Parteien, die jetzt miteinander regieren und auch die anderen, drängen alle in eine politische Mitte. Und wenn Sie schauen, was beispielsweise früher klassische SPD-Politik war, Mietenpolitik, ja, da beschließt jetzt die Bundesregierung unter deutlicher Führung der CDU die Mietpreisbremse. Was Sozialpolitik betrifft, klassisches SPD-Klientel wird von der CDU-Regierung beschlossen. Da gibt es also deutlich viele Beispiele, was früher eine SPD sich sozusagen als Markenkern definiert hätte, wird jetzt einfach von der Großen Koalition beschlossen, unter Führung der CDU. Das geht ja so weit, dass sozusagen einzelne CDUler ja durchaus von einer Sozialdemokratisierung der Politik der CDU sprechen. Was ich damit sagen will, ist, die Unterscheidbarkeit ist schwierig und wem werden Erfolge zugeordnet? Und Erfolge werden im Regelfall, egal wer sie initiiert hat, erst einmal
primär der Regierungsfraktion, und zwar der hauptsächlichen Regierungsfraktion, zugeordnet. Und so erklärt sich für mich, dass die CDU zwar auch weniger Zulauf hat gerade, aber nicht so stark verliert wie die SPD. Wir sind nicht erkennbar gerade. Werden Wahlen nicht aber immer mehr auch über Personen entschieden? Also wenn wir uns Baden-Württemberg angucken, Rheinland-Pfalz angucken, da sind meiner Meinung nach die Person gewählt worden, da ist der Grüne gewählt worden, ja, und bei den ist es die Manu Neuer gewesen in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Das sind aber alles Personen gewesen, die gewählt worden sind. Da ist weniger die Partei gewählt worden. Und wenn Sie sich jetzt mal Ihren Parteivorsitzenden anschauen, glauben Sie, dass der richtige Mann ist für die kommenden Bundestagswahlen? Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht die Frage, die die SPD primär umtreiben sollte, sondern es geht tatsächlich noch mit dafür, für mich darum, als Bundes-SPD klarzumachen, wofür sind denn wir, wofür stehen wir denn und welchen Teil der Politik, der jetzt umgesetzt wurde, ist denn uns zuzurechnen? Ich habe vorher die Mietpreisbremse angesprochen, nehmen Sie den Mindestlohn. Das hätte ja früher eine CDU das Wort nicht mal ausgesprochen. Jetzt wird mit Mehrheit der Bundesregierung, CDU-Bundesregierung, ein Mindestlohn eingeführt. Das ist undenkbar gewesen. Und so verliert natürlich eine SPD ihren Alleinstellungsmerkmal in dem Bereich, das sie früher hatte. Diese soziale Gerechtigkeit. Den ganzen Markenkern. Wie gesagt, Mietpreisbremse, also ein sozialistisches Teufelszeug. Alles Dinge, die eigentlich für die CDU früher nicht gegangen sind, die werden jetzt von der CDU-Regierung umgesetzt und offenbar auch der CDU zugerechnet. Und da sind wir jetzt bei Personen. Da geht es natürlich darum, das auch glaubhaft und verständlich rüberzubringen, wer für was verantwortlich ist. Und das ist offenbar derzeit uns nicht gelungen, in der Bundes-SPD zu sagen, ja, das ist eigentlich unser Erfolg. Und das kann man jetzt an Einzelpersonen festmachen, das kann man an Gremien festmachen, aber auch an der ganzen Fraktion. Ich habe immer das Gefühl, dass die SPD doch erfolgreich geworden ist, wenn sie auf der einen Seite diese soziale Kompetenz klar herausgestrichen hat, aber auch auf der anderen Seite Wirtschaftskompetenz reflektiert hat. Nehmen wir Willy Brandt, der war für die soziale Gerechtigkeit. Wie hieß sein Finanzminister? Der Karl Schiller. Nicht? Das war sozusagen derjenige, der für die Wirtschaft dann da war. Also ich glaube, das ist immer Gerhard Schröder auf der einen Seite, Oskar Lafontaine auf der anderen Seite. Aber das läuft eben heute bei der SPD eben nicht, weil der Sigmar Gabriel irgendwie, also entweder versucht er beides abzudecken, was schwierig ist, weil er dann einmal auf die eine Seite geht und dann einmal auf die andere Seite gehen muss. Deshalb nochmal meine Frage, muss nicht doch auch in der Personalpolitik bei der SPD was sich verändern auf Bundesebene? Na gut, also wenn man Personalien verändern will, braucht es erstmal Alternativen. Das ist immer die erste Grundfeststellung. Und um den Sigmar Gabriel jetzt da nicht so schlecht wegkommen zu lassen, er hat ja auch zum Beispiel ein grundsätzliches Problem, er macht Wirtschaftspolitik. Er wird dafür in der eigenen Partei gescholten. Er ist für TTIP, also etwas, was durchaus kritisch gesehen werden kann, wird dafür in der eigenen Partei gescholten. Die Kompetenz aber oder der Erfolg, den das wirtschaftspolitisch auslösen kann, der wird nicht ihm zugeschrieben, sondern der wird dann der CDU-Bundesregierung, der CDU zugeschrieben. Es ist ein bisschen eine schwierige Situation für ihn. Und deshalb sollte er es vielleicht aufteilen. Vielleicht sollte er Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender sein. Ja. Und als Wirtschaftsminister und als Vizekanzler sollte man vielleicht sich eine andere Person überlegen. Naja, wie gesagt, also das ist jetzt auch gar nicht meine Aufgabe, darüber zu spekulieren. Ja. Natürlich ist Olaf Scholz, weil Sie ihn angesprochen haben, jemand, dem viele Leute derzeit vieles zutrauen. Ich finde Olaf Scholz einen unglaublich spannenden Politiker, der dort einen tollen Job macht. Aber das ist dann eine Entscheidung, die muss sich die Bundes-SPD wirklich reiflich überlegen. Denn nur mit dem Austausch der Führungsfigur allein wird es, glaube ich, bei dem von mir geschilderten, also ist meine Einschätzung, Schwierigkeiten, sich den Markenkern sozusagen wieder selber zuzurechnen, wird es schwierig bleiben, sage ich ganz offen. Natürlich erleben wir, und das erleben wir nun tatsächlich gerade in Baden-Württemberg, dass die Baden-Württemberger mit überragender Mehrheit den Herrn Kretschmann wieder zum Ministerpräsidenten wählen, hängt, glaube ich, nicht davon ab, dass die plötzlich alle latent nur noch grün sind. Das ist schon eine Personenwahl natürlich auch. Und wenn der Herr Kretschmann aufgrund dieser Tatsache dann auch noch plötzlich zum beliebtesten Politiker Deutschlands mutiert, dann weiß man natürlich, es hat auch was mit Personen zu tun. Und
wenn wir jetzt von der Bundespolitik reden, dann ist der Konterpart eines Sigmar Gabriel natürlich die Kanzlerin. Und der Kanzlerin hat man natürlich sehr viele Jahre uneingeschränkt, jetzt eher angeknackst vom eigenen Partner, absolute Kompetenz zugeschrieben und eine Art Mutterrolle zugeschrieben, gegen die man natürlich nur ganz schwer ankommt. Also insoweit ist es, glaube ich, schon eine sehr schwere Aufgabe auch. Ja, lässt sich denn überhaupt gegen eine Bundeskanzlerin Angela Merkel gewinnen? Naja, sagen wir mal so, einfach ist es sicher überhaupt nicht. Du brauchst auf jeden Fall eine Überzeugung in der Bevölkerung, dass es da jemand gibt, der das besser macht. Wie gesagt, die Schwesterparteien tun ja gerade ein bisschen was dafür, damit dieser Ruf von der Frau Merkel nicht gar so eisern bleibt. Also sie haben sich ja jetzt 1,5 Jahre aus meiner Sicht unglaublich letztlich bekämpft in einer zentralen Frage. Aber ich glaube, dass die Kanzlerin immer noch relativ fest im Sattel sitzt und gegen die Frau Merkel zu gewinnen, ist sicherlich eine herausragende Aufgabe. Aber nochmal, ich würde eher dazu neigen zu sagen, die SPD müsste sich wieder auf ihre Themen und auf die entsprechende Zuschreibung zur SPD kümmern, also um die wirkliche Führungsposition. Ja, also da gibt es unterschiedliche Meinungen und wenn wir jetzt das kurz mal auf Bayern runterbrechen, dann hat Ihr Vorgänger ja, der dann auch als Ministerpräsidentkandidat aufgetreten ist, behauptet, dass sein Ergebnis erstmal jemand nachmachen soll, obwohl das auch jetzt kein überragendes Ergebnis gewesen ist. Und wahrscheinlich hat er recht, denn die Umfragen in Bayern sind jetzt mittlerweile nicht mehr bei einer Volksparteigröße. Da haben Sie Frau Kohn jetzt, das ist eine Dame, die sich jetzt das vorstellen kann. Oder auf jeden Fall, sie sagt, auf die Frage hin, können Sie sich vorstellen, dass Sie Ministerpräsidentkandidatin werden, sagt sie, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall kein Nein. Was meinen Sie, wie sich die bayerische SPD entwickelt? Sie und Ihr Kollege in Nürnberg schütteln ja immer nur den Kopf, wo jeder sagt, Mensch, aber eigentlich müsste doch einer von denen sein. Sie sind in Bayern der beliebteste Politiker. Also lassen Sie uns über die bayerische SPD reden. Und das Ergebnis von Christian Ude wird wohl tatsächlich eine sehr harte Benchmark sein. Da mag er Recht behalten. Ist, glaube ich, auch nicht das, dass er hier gern Recht behalten würde. Aber es sieht nach den derzeitigen Umfragen ja tatsächlich so aus, als würde er Recht behalten. Ja, die bayerische SPD hat natürlich immer schon ein Problem gehabt, dass die CSU halt eine bayerische Kompetenz hat, weil sie halt nur in Bayern antritt. Also die CSU hat schon dieses Alleinstellungsmerkmal, für Bayern tatsächlich allein Politik machen zu können. Und sie hatte bis jetzt natürlich auch mit dem Horst Seehofer einen guten Vertreter, der das relativ, hat ja auch Christian Ude immer wieder zugestanden, vernünftig über die Bühne gebracht hat. Also insoweit hat die Bayern-SPD da schon einen schweren Stand. Ich will nicht ganz so schwarz sehen, weil man darf nicht wirklich alle Umfragen gleich zur Kapitulationserklärung nutzen. Und ob das jetzt die Natascha Kohnin macht oder wer auch immer für die bayerische SPD, es wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Ich glaube aber auch, dass die bayerische SPD da ein bisschen unter Wert geschlagen wird. Allerdings sind wir die zweitgrößte Partei immer noch. Ja, das zeigt natürlich tatsächlich die Gemengelage im Freistaat Bayern. Es wäre schon hilfreich, wenn die CSU nicht wieder eine absolute Mehrheit hätte, weil es dann ein bisschen was an Mitwirkung bedarf. Ich kann der Bayern-SPD ja nur raten, weiterhin auch an Themen zu spielen und nicht so sehr auf die Person des oder derjenigen, die als Kandidat antritt, abzustellen, sondern einfach auf Politik. Es gibt durchaus auch in Bayern Dinge, die man besser machen kann. Klar. Und da sollten sich meine Kollegen aus dem Landtag darauf besinnen und die Frage der Kandidatur dann ganz hinten anstellen. Apropos besser machen. Sie wollen in München noch was besser machen, worüber wir jetzt ganz schnell noch sprechen müssen. Es ist das Wohnen für alle. Unter diese Schlagzeile haben Sie das gesetzt. Sie wollen, wenn ich richtig informiert bin, 3.000 Wohnungen dieses Jahr zusätzlich zu den 8.500, die wir uns ohnehin vorgenommen haben. Ja, und zwar in dieser neuen Bauweise. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, also die Grundidee ist, dass wir einfach unglaublich schnell und viel bauen müssen. Da gibt es Nachholbedarf aus den vergangenen Jahren ganz deutlich. Die Zahl, die ich jetzt aufgerufen habe, 8.500 plus 3.000 die nächsten 3 Jahre, ist die höchste Zahl, die es in München neubaumäßig gab.
Das braucht es jetzt aber auch, weil wir unglaublich viele Menschen haben, die Wohnungen suchen. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen. Und damit es schnell geht, haben wir uns halt überlegt, was fehlt denn am meisten? Und am meisten fehlt natürlich Fläche. Und da kam zum Beispiel die Idee auf, jetzt auf Stelzen zu bauen. Parkplätze, die also ohnehin versiegelte Fläche, in der Form zu nutzen, dass wir auf Stelzen darüber Wohnungen, modulare Bauweise aufstellen. Das geht relativ schnell. Da braucht es keine 2,5 Jahre, sondern da braucht es vielleicht nur ein Dreivierteljahr. Die Parkplätze bleiben unten weitestgehend erhalten. Und solche Flächen gibt es in München, wenn Sie mal nachdenken, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer mal nachdenken, wie viele Großmarktparkplätze das es gibt, wie viele Krankenhausparkplätze das es gibt, wie viele Baumarktparkplätze und so weiter, dann merkt man schnell, wie groß eigentlich das Potenzial hier wäre, wenn es akzeptiert würde. Und weil ich mir sicher war, dass die Betreiber dieser großen Supermarktketten sowas nur näher treten, wenn sie auch mal schauen können, wie das aussieht, habe ich gesagt, lass uns als Start die Stadt vorangehen, lass uns ein Pilotprojekt machen, wo wir mal zeigen, wie sowas aussehen kann. Da sind wir wieder bei, nicht so lange drüber reden, eher mal ausprobieren, wie sowas ausschauen kann. Und das planen wir gerade am Parkplatz, am Dantebad, weil das eine Fläche ist, die uns gehört. Und das schauen wir uns einfach mal an, wie die Akzeptanz auch der Bevölkerung dann ist, wie die Struktur sein wird und wie schnell es dann tatsächlich geht. Ich habe Hoffnung, dass wir damit schnell, ziemlich passgenau von den Größen her und einigermaßen günstig bauen können. Das wären Einzimmerwohnungen? Nein, nicht nur. Wir haben erst heute darüber gesprochen. Ich habe ja auch das aufgenommen, was vor Ort besprochen wurde. Und ich kann ja verstehen, dass man sagt, Mensch, eine bessere Nutzung lässt sich vielleicht, also eine konstantere Nutzung, etwas mehr integrativer Faktor auch dann erreichen, wenn ich auch die ein oder andere Zweizimmer und sogar eine Dreizimmerwohnung pro Etage einplane. Das habe ich heute erst sozusagen den Planern mit aufgegeben, zu sagen, man kann ja auch das und sollte das auch aufnehmen, was aus der Bevölkerung kommt, darüber nachdenken und sagen, naja, da ist ja was dran. Und deswegen habe ich heute gesagt, nein, es wird auch Zweizimmerwohnungen und die ein oder andere Dreizimmerwohnung geben. Lassen Sie mich kurz mal Sie mit den schärfsten Argumenten konfrontieren. Da sagen Sie, der Vorwurf lautet, es wird ein Männerwohnheim und das Ganze ist Käfighaltung. Die Leute, die da drin wohnen, denen wird die Decke auf den Kopf fallen und die werden sich vor den Gebäude aufhalten. Und da fühlen sich die Anwohner unwohl. Naja, also, dass sich die Menschen auch vor den Gebäuden aufhalten, das ist in der ganzen Stadt so. Da gibt es keinen Grund, sich unwohl zu fühlen, weil wir hier keine Strafanstalt, sondern eine Wohnanlage bauen. Dass es ein Männerwohnheim wird, das werden wir verhindern durch die Belegung. Auch da, sage ich jetzt schon, wird ein Prozentsatz von mindestens 30-40% weibliche Belegung sein. Weil ich genau das auch nicht, weil das keinen Sinn macht, hier ein Männerwohnheim draus zu machen. Also wir werden für eine bunte Mischung sorgen. Wir werden sowohl vom Klientel es wird eine Hälfte-Hälfte-Belegung werden. Die eine Hälfte sind anerkannte Asylbewerber, die aus den Unterkünften raus müssen und dann in eigenes Wohnen kommen. Die andere Hälfte werden Auszubildende sein, die wir selber genug haben, gegebenenfalls auch Studentinnen, Studenten, sonstige Menschen, die in München eine Wohnung suchen. Deswegen braucht es vielleicht auch die eine oder andere größere Wohnung. Wir versuchen hier eine vernünftige Mischung hinzubekommen. Also auch Geschlechtermischung, aber auch soziale Infrastruktur, soziale Mischung. Es wird dort Betreuung geben. Also die Menschen, die anerkannten Asylbewerber, die jetzt lernen müssen, allein für sich zu leben, denn die waren ja in der Unterkunft vorher, da wird es Betreuung vor Ort geben, es wird Gemeinschaftsräume geben und wir versuchen vor allem auch die umgebende Nachbarschaft mit einzubeziehen durch verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Also wir haben uns da schon was überlegt, um einfach dieses Mitnehmen der Bevölkerung ganz voranzustellen. Das ist ein Pilotprojekt und wir wollen das gut machen. Deswegen glaube ich, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Wie stark stellen Sie sich die Proteste vor, die da so entstehen werden? Also, dass dann die Leute davor stehen, wir wollen euch nicht und sowas? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir haben, glaube ich, derzeit 70 oder 80 Standorte Flüchtlingsunterkünften im ganzen Stadtgebiet, 70 oder 80. Warum sollte es hier, wo wir ja einen Schritt weiter sind, wo wir versuchen, die Menschen zu integrieren, wo wir eine gemischte Bevölkerungsstruktur unterbringen in einem Wohnhaus, wieso sollte es hier mehr Proteste geben? Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die sich jetzt sozusagen negativ zu diesem Projekt geäußert haben, das ist ja auch immer so, dass es auch gar nicht so viele Leute sein müssen, ja. nur die sind dann eben halt sehr laut, die das nicht wollen. Wie ist da Ihr Eindruck? Wie schätzen Sie das ein? Also ich will jetzt da niemand pauschal irgendwie abwerten. Alle Münchnerinnen und Münchner haben das Recht, wenn man ihnen vor der Nase oder in der Nähe der Nase sowas hinstellt, ihre Meinung zu äußern. Das ist völlig unbestritten. Ich habe aber eingangs schon mal gesagt, es artikulieren sich meistens eher diejenigen laut, die gegen etwas sind. Und ich hoffe, dass mir die Zeit recht gibt, dass wir in einem Jahr oder in eineinhalb, wenn dieses Projekt etabliert ist,
darüber gar nicht mehr sprechen werden, weil das einfach ein integriertes Wohnprojekt ist, wie wir sie zu Hunderten in dieser Stadt haben werden. Und ich glaube einfach, dass die Menschen uns auch eine Chance geben sollten, das mal auszuprobieren und einfach mal unseren gewissen Vorsprung geben zu dürfen, dass wir auch nicht alles verkehrt machen. Dass wir zum Beispiel das Thema natürlich, als ich das gelesen habe, Männerwohnheim, habe ich gesagt, das war nie in der Planung. Wir wollten immer eine Geschlechtermischung haben. Ja, also, nee, dann ist es ja gut, dass man das auch kommuniziert, genau, damit die Leute diese Angst dann auch nicht haben. Deswegen braucht es auch so Veranstaltungen und da muss man auch sowas ganz deutlich sagen. Und wie gesagt, man muss auch das, und das habe ich getan, aufnehmen, was die Leute vor Ort sagen und dort, wo es dann Sinn macht, auch wirklich in die Planung einfließen lassen. Also ich denke, dass dieses Projekt so spannend ist, dass es auch außerhalb von München Beachtung finden wird und dass man sich daran dann orientieren wird, ob sowas dann funktioniert oder nicht. An dieser Stelle, Herr Oberbürgermeister, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder bei uns waren. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie Interesse gezeigt haben. Dankeschön, guten Abend. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.